Lange ist es her, dass in diesem Kessel Bier gebraut wurde. Im Jahre 1865 wurde in diesem Gebäude das erste Bier gebraut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Brauerei zu einem volkseigenen Betrieb und nach der Wiedervereinigung zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Durch die Wiedervereinigung war das hier gebraute Bier nicht mehr so gefragt und so kam es dazu, dass hier im Jahr 1995 die letzte Kiste Bier vom Band lief. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute alleine, beziehungsweise mit Heiko, aber alleine unterwegs in einer alten verlassenen Brauerei. Es ist sehr heiß. Ich bin mitten im Ort. Ich muss extrem leise sein. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Ich bin hier umgeben von Plattenbauten, Wohnhäusern und Fußgängern und einer Straße. Es ist unfassbar gefährlich. Das hier ist ein riesiges Problem. Oh Gott, ey. Hier haben wir schon mal einen großen Kessel und hier komme ich jetzt hoffentlich in die Brauerei selbst. Ich denke mal ganz stark, dass das noch bewohnt. Dementsprechend ist das hier echt eine ziemlich heiße Sache. Hier haben wir eine alte Leuchtreklame und so eine Rutsche. Ja, da geht es nach draußen und hier geht eine Treppe hoch. Alter, da ist direkt ein Braukessel. Alter Vater. Ja. Hier ist tatsächlich ein Braukessel. Und hier fehlt einer. Einer ist auf jeden Fall noch da. Einer ist schon mal besser als keiner. Ich brauche jetzt hier mein eigenes Bier. Schade, dass der andere nicht mehr da ist. Also hier oben waren auf jeden Fall auch mal zwei Stück. Da einer und da. Der fehlt auch. Aber in dem hier ist noch dieser, ja, ich sage jetzt einfach mal Rotor zu sehen, der das Ganze gemischt hat, dieses Gerste-Malz-Gemisch. Aber der Tank fehlt leider, der Kessel. Aber dieser Schwimmer ist noch da. Und hier auch ein paar Rädchen. Direkt da ist die Straße. Da radelt gerade jemand vorbei. Das ist so unfassbar heiß und auffällig hier. Eieiei. Da ist auch noch ein altes Logo und da sieht man so eine riesige Rohrleitung, die in den Kessel geht. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Ich war bis jetzt erst in einer anderen Brauerei und da waren die Kessel leider Gottes schon alle demontiert. Hier ist wenigstens nur noch einer da. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall so eine Steuerungseinheit. Schnecke, Elevator, Gebläse, Rüttler, Mühle, Malzmühle. Damit konnte man hier, glaube ich, jeden einzelnen Kessel steuern. Glattwasserpumpe, Ventilator, Zuckerboden, Sudhaus, Maische, krass. Sowas habe ich so noch nie gesehen. Auch diese Steuerung ist schon, ach, das hat schon was. Dazu noch hier wenigstens dieser eine hinterbliebene Kessel. Das ist schon sehr cool. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach hier. Hier steht sogar noch eine Kiste Bier, aber ich glaube nicht, dass es eins der hier gebrauten. Doch, tatsächlich. Dieses Bier, was hier steht, wurde sogar hier gebraut. Gibt es auf jeden Fall ein Treppenhaus. Okay. So, hier vorne links geht's ins Kesselhaus und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal diese Treppe hier hoch und wir schauen mal, was uns da oben am Ende dieses dunklen, langen Ganges erwarten könnte. So, hier haben wir eine Anlage, die habe ich in ähnlicher Form schon in der Mühle gesehen. Da oben ist ein Holzsilo und da hier vorne wurde dann wahrscheinlich das Getreide für die Bierproduktion nach unten befördert. Da ist eine Kontrolllampe. Es gibt hier zwei Silos. Die gehen da hoch. Und da oben sind auch noch Tanks. Da gucken wir jetzt einfach mal. Diese Treppe hier ist natürlich auch echt. Boah. Oh ja.
Hier ist Vorsicht geboten. Hier geht's nach draußen. Das Ganze scheint doch schon ziemlich groß zu sein. Da hinten geht das nämlich auch noch weiter. Und es ist schon sehr verfallen. Aber dennoch interessant und wir werden uns das alles mit Sicherheit auch anschauen. Jedoch ist da vorne ganz gut zu erkennen, dass aufgrund dieser Bausubstanz, das scheint auch noch ein Strohdach zu sein. Naja, aufgrund dessen ist auf jeden Fall eine erhöhte Vorsicht geboten. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter. Malzlagerung. Sauberkeit der Lagerräume. Malz vor Feuchtigkeit schützen. Kommt gegen Ungeziefer jeder Art, besonders nur Kornkäfer achten. Besonders auf Kornkäfer achten. Kampf gegen... Ach, Kampf! Diese altdeutsche Schrift ist für mich immer so schwierig zu lesen. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder hier runter in diesen dunklen Gang. Hier ist auf jeden Fall noch ein altes Plättchen mit Elektrik drauf. Wirklich uralt Elektrik. Da haben wir gekappte Kabel. Und da hinten noch einen langen Gang, den wir uns jetzt mal anschauen werden müssen. Oh, hier haben wir auch nochmal einen großen Schaltschrank. Der ist tatsächlich relativ groß, aber da ist diese eine Platte rausgerupft. Ich glaube, das ist die, die hier drüben stand. Gott, ey, das war noch eine Arbeit damals mit diesen ganzen Steckverbindungen. Um Himmels Willen, das war wirklich noch Elektrik. Und hier geht's mit diesen schwarz-weißen Fliesen in einen düsteren Keller. Aber da gehen wir jetzt noch nicht rein, da gehen wir zum Schluss hin rein. Also das muss auch ein unheimlich altes Gebäude sein hier. Also das ist wirklich, boah, dieser Verfall. Ey Leute, das ist wirklich eine absolute 9 von 10 bis jetzt. Obwohl es hier nicht mehr ganz so viel drin gibt. So, hier geht's wieder in den dunklen Bereich. Boah. Treppe, ey. Kessel. Ich habe gerade kurzzeitig gedacht, hier läuft jemand rum. Dabei war das nur ein Vogel, der hier im Innenhof saß. Naja, und wenn ich die Kamera jetzt mal nach rechts schwenke, da haben wir einen Raum. Alter Falter. Das ist mal wirklich Industrie und natürlicher Verfall vom Allerfeinsten. Hier ist kein einziges Graffiti. Das ist einfach nur Verfall. Und das ist wirklich das, was ich mir unter dem Wort Lost Place vorstelle. Auch mit diesem Lichteinfall da oben durch dieses Dach. Und oh, diese abblätternde Farbe. Und oh Gott, das ist herrlich. Das ist wirklich... Da, ja, das ist... Ja, ich weiß nicht, das ist einfach der Urtyp Lost Place. Ich habe mir auf jeden Fall große Sicherungskästen. Trafostation. Das ist so unfassbar alt. Es ist so verfallen vor allem. Aber es ist einfach nichts da dran. Wenn hier noch Saft drauf wäre, könnte ich einfach diesen Hebel hier umlegen und klack, Strom drauf. Eieiei. Boah, und wie das hier am Rosten ist, ist es wirklich herrlich. Hä? Ja gut, daran merkt man, dass wir im Osten sind, ne? Die Steuerung ist hier noch auf Russisch drauf. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was diese Anlagen hier konnten. Das kann sein, dass das hier zum Beispiel ein Motor war. Da ein Motor und da ein Motor. Was steht denn hier oben drauf? Apparatebau. Chemieanlagen. Okay. Aber ich kann es einfach nicht erkennen, weil diese Schrift ist halt durch diesen Verfall so gezeichnet. Boah, ist das schön. Alter Vater, ey. Boah. 4 von diesen Chemieapparaten gedünst da. VEM. Und hier drüben haben wir auch noch Apparaturen. Ein riesiges Rad. Da ging vermutlich mal ein riesiger Keilriemen drüber. Und da ist auch so ein kleineres Rädchen. Ja, da stand auch mal was. Das war auch irgendwie alles miteinander verbunden. Das wurde natürlich abgebaut. Vielleicht hatte das auch noch irgendwie einen Wert, ähnlich wie der Braukessel. Oder irgendwelche dreisten Menschen haben es einfach geklaut. So wie diese Kabel hier. Also hier wurden jetzt vielleicht Kabel geklaut. Aber es ist nichts beschmutzt. Diese Maschine ist sogar bemalt und nummeriert. Es kann natürlich sein, dass das Insolvenzmasse war, weil das ja auch insolvent gegangen ist, dieses Unternehmen. Von daher auch gut möglich, dass dann aus den anderen Sachen hier noch bei der Insolvenzversteigerung ein Erlös rausgeholt wurde. Vielleicht. Da kann ich so aber nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch Stromunterverteilung für diese Maschinen, die hier standen. Ja, schauen wir mal weiter rum. Es kann wirklich nur noch schlechter werden, eigentlich nur noch besser. Also ich bin bis jetzt, boah, ist das Ding hier, ist natürlich sehr gewagt. Aber bis jetzt bin ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch da oben mit diesem Glasdach, es ist wirklich
herrlich. Diese ganze Location hier erinnert mich auf jeden Fall an eine Location, die ich 2019 im Sommer mit Heiko und Paul besucht habe. Eine wirklich sehr, sehr schöne Industrieruine, ein altes Drahtwerk, am Wasser gelegen. Das ist hier jetzt vielleicht nicht der Fall, aber mit dem natürlichen Verfall hat sich das schon ziemlich, also das hat schon große Gemeinsamkeit. Da oben sitzt ein Vogel, ich hoffe, der scheißt mir gleich nicht auf den Köppis, das wäre nämlich sehr schade. Aber auf jeden Fall hatten wir in dieser Ruine dann den Fall, dass es da auch leichte Beschmutzungen und ein wenig Vandalismus gab. Und ich sehe jetzt hier wirklich kein bisschen davon. Das ist wirklich ein Traum. Es ist wirklich, solche Orte zu finden, ist unfassbar selten geworden mittlerweile. Boah, Leute, da geht es in den absoluten Gruselkeller. Bei 500 Likes, die dieses Video sowieso niemals erreichen wird, mache ich da einen Overnighter. Gott. Hier oben an der Decke sehen wir auf jeden Fall auch nochmal so einen Speicher, der dann hier runter ging. Und hier liegt ein Stück verkohltes Holz. Das hat hier nämlich auch mal gebrannt. Da haben wir eine leider Gottes leere Halle. So, ich stehe jetzt mal hier draußen in so einem Innenhof. Ihr seht, das Ganze geht hier auf jeden Fall noch ein ganzes Stückchen weiter. Und es ist auch hier schon sehr extrem verfallen. Da hoch möchte ich eigentlich mal zu diesem Turm. Da müssen wir noch schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Da geht zur Straße, da ist auch ein riesiger Wohnblock wieder. Ist alles so ein bisschen problematisch hier. Also wir schauen uns jetzt erstmal hier drüben in diesem Gebäudeteil etwas um. Also es scheint so, als wäre da oben eine Art Lager oder sowas ähnliches gewesen. Da steht zumindest ein Lagerregal. Jetzt haben wir einfach nur das Problem, dass hier dieses Gebäude scheinbar extrem instabil ist. Die ganze Decke ist hier schon runtergekommen. Wenn ich hier reingucke, ja, sieht das nicht besser aus. Also hier muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Das Ganze hier scheint ein unfassbar weitläufiges Areal zu sein. Auch hier dieses uralte Gemäuer. Das Problem ist einfach nur, dass direkt da jetzt ein Wohnhaus ist. Und das hier ganz schön zugestrüppt ist. Naja, probieren wir es einfach mal aus. Alter. Ja, hier ist auf jeden Fall gebrannt. Es kann sein, dass es dann aufgrund der immensen Wassermassen vom Löschwasser dann in sich zusammengebrochen ist. So, zunächst gehen wir dann mal hier noch schauen. Dieser rechte Gebäudeflügel hier. Hier links sind auch auf jeden Fall überall Garagen. Aber davon muss ich mir jetzt nicht jede einzeln anschauen, weil die sehen auch alle so aus, als wären die komplett zugemüllt. Gott. Boah, hier wird es nicht besser. Auf jeden Fall ein alter Schrank, beziehungsweise in dem Sinne ein Spind. Da noch einer. Und hier ist schon gar keine Treppe mehr. Die ist einfach in sich zusammengebrochen. Gott. Ah. Naja, schauen wir einfach mal. Jetzt haben wir hier das nächste Problem. Da ist so ein typisch deutscher, spießiger Kleingarten am Angrenzen. Und da geht ein Förderband nach draußen. Vielleicht war hier die Flaschenabfertigung. Wir müssen hier unbedingt rein. Wow, Leute. Hier unten steht ein Stuhl. Der hilft mir jetzt dabei, hier runterzukommen. Problem ist, dass dieser Stuhl auch schon unfassbar ranzig ist. Ja. Alter. Das ist ein altes Fördergestell. Und hier steht tatsächlich noch eine alte Kiste Bier drauf. Zwei kaputten Flaschen drin. Und die ging dann hier durch und wurde dann so nach draußen verladen. Ist jetzt gerade mal aufgefallen, dass dieser gesamte Boden hier voll mit Kronkorken liegt. Und die sind auch alle schon extrem verrostet. Und ein Blick nach da und es tut sich einfach die nächste unfassbar geisteskranke Sache auf. Ich glaube, hier wurden tatsächlich die Flaschen abgefüllt. Hier rechts ist auch nochmal so eine Förderanlage. Das schauen wir uns jetzt einfach nochmal aus der Nähe an. Auch hier muss ich jetzt unheimlich vorsichtig sein, weil genau dieser Gebäudeteil ist schon grundsätzlich so unfassbar instabil. Eieiei. Brauerei. Das ist tatsächlich so eine Befüllmaschine. Hier drinnen wurden die ganzen Flaschen befüllt. Und dass diese Maschine noch hier drin steht, damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier noch sowas finde. Und die geht nach da hinten noch weiter. Da geht auch so eine Förderbandstrecke noch rüber. Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Ja, hier vorne haben wir dann auch nochmal so eine Förderstrecke, würde ich sagen. Das sieht so aus. Die hat auch so Pinüppel da vorne. Als wäre das
Das ist wahrscheinlich die Maschine gewesen, die den Kronkorken draufgesetzt hat. Entweder hat die den Kronkorken gesetzt oder auch befüllt. Ging auf jeden Fall auch hier rüber rechts in den anderen Raum, wo das Förderband steht. Hier saß dann wahrscheinlich der Schichtführer und hat geschaut, ob seine Mitarbeiter hier alles gut erledigen. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall neben dieser, was ist es denn? Kombinat, VEB Starkstromanlagenbau. Ja gut, das ist wieder nur so ein Steuerelement. Aber ich denke mal, das hier war tatsächlich die Befüllmaschine, die Abfüllmaschine. Naja, wir gehen jetzt mal links davon dort lang. Hier können wir nochmal einen kleinen Blick in diese Maschine gewinnen. Das Problem ist, ich erkenne nicht viel. Aber ich denke mal, die wird zu dem Zweck genutzt worden sein, wie ich es mir dachte. Und dieses Förderband führt jetzt nach drinnen. Ja, und hier draußen ist dann auch nochmal so eine kleine Anlage. Auch hier. Jetzt haben wir nur hier das Problem. Ihr seht es selbst, dass hier schon die gesamte Decke runtergekommen ist. Also hier ist eigentlich gar keine Decke mehr drin. So, ich bin wieder drüben im anderen Gebäude und bin jetzt mal so geisteswahnsinnig so eine unfassbar kaputte Treppe hier hochspaziert. Und hier oben war auf jeden Fall ein Pumpraum, auch der Hauptwasseranschluss. Und ich würde mal behaupten, das sind ganz schön dicke Rohre. Naja Leute, ich habe euch versprochen, dass wir uns zum Schluss diesen Keller hier anschauen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Hier sind wir tatsächlich unterm Kesselhaus. Steht noch eine Toilette. Und hier geht es nochmal runter. In irgendein Gewölbe. Komm, wir gehen mal in dieses Kellergewölbe hier. Das reizt mich. Kommt extrem kalte Luft durch. Vielleicht ging es da mal in einen Stollen oder so. Boah, das ist ein uraltes Kellergewölbe. Nee, da gehe ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Gase in der Luft sind, ob das irgendwie zu tief runter geht. Das lege ich jetzt lieber nicht drauf an. Ich begebe mich hier schon genügend in Gefahr in dieser Bude. Naja, wir sind auf jeden Fall hier jetzt unter den Kesseln. Da ist der eine Kessel. Schade, dass die anderen nicht mehr da sind. Aber das ist mal sehr spannend, das jetzt auch nochmal von unten hier zu sehen. Komisch, dass dieser ganze Müll da liegt, wo der Kessel mal war. Da fragt man sich, wie das hier hinkommt. Naja Leute, zunächst würde ich erstmal vorschlagen, dass wir wieder hier rausgehen aus dem gesamten Gebäude. Weil ich denke, wir haben jetzt tatsächlich schon alles gesehen. Es war wirklich eine überragende Location, eine 10 von 10. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine schöne Location gesehen. Das muss ich jetzt tatsächlich mal zugeben. Naja, deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Ich laufe in die falsche Richtung. Wir müssen nach hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens draußen nochmal wieder oder im Auto. Ja, bis gleich. Ja Leute, ähnliches bzw. selbes Problem wie am Anfang. Ich muss jetzt nämlich nach unten sehen, hier irgendwie runterkommen. So. Ja gut, beim Runtergehen ist es ja eigentlich scheißegal. Aber ja, ich weiß auch, wer hier die ganze Zeit seinen Müll entlädt. No hate, aber ich glaube, diese Leute haben nämlich den Zaun jetzt zerstört, damit die hier ihren Müll abladen können. Ja, Leute, ich sitze jetzt wieder bei Heiko im Kraftfahrzeug. Es war wirklich eine Location, die seinesgleichen sucht. Es war wirklich ein Traum. Heiko ist ja nicht mit reingekommen. Es war halt, es ist wirklich sehr offensichtlich. Ich habe euch ja gezeigt, dass hier zig Wohnblöcke mit direktem Blick auf diesen Zugang gerichtet sind. Das ist wirklich unfassbar heiß, dass nichts passiert. Es ist wirklich ein Wunder. Aber dafür habe ich eine sehr, sehr schöne Location gesehen. Sowas Schönes habe ich wirklich noch nie gesehen. Naja, trotz alledem würde ich sagen, war es soweit im Video. Schaut auch gerne beim Heiko vorbei, der hier ganz brav im Auto gewartet hat auf mich, bis ich meine... Mit Funkgerät? Mit Funkgerät, genau, bis ich die Tat vollbracht habe. Würde jetzt der Jurist in dem Falle sagen. Naja, wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.